Sind Sie bereit, die Grundlagen des Hubschrauberflugs zu lernen? Im Allgemeinen fliegt ein Hubschrauber immer in die Richtung, in die er geneigt ist. Schieben Sie den Steuerknüppel nach vorne, um die Nase des Hubschraubers zu senken. Ziehen Sie den Steuerknüppel zurück, um den Hubschrauber nach hinten zu neigen. Um die Lage der Nase zu steuern, drehen Sie den Joystick oder drücken Sie auf der 10er-Tastatur die 0 oder die Eingabetaste. Mit dem Leistungshebel können Sie steigen oder sinken. Wenn Sie die Leistung erhöhen, steigt der Hubschrauber. Bei niedrigerer Leistung sinkt der Hubschrauber. Versuchen Sie nun, mit Hilfe des Leistungshebels zu steigen und zu sinken. Kippen Sie zum Beschleunigen nach vorne und kippen Sie nach hinten, um zu verlangsamen. Passen Sie die Leistung an, um die Höhe zu halten. Je langsamer Sie fliegen, desto mehr Leistung ist zum Halten der Höhe erforderlich. Richten Sie den Hubschrauber nun mit Hilfe des Steuerknüppels und des Leistungshebels an Tor 1 aus. Das jeweils aktive Tor ist grün markiert, die inaktiven Tore rot. Verringern Sie die Leistung und sinken Sie auf Höhe von Tor 4. Erhöhen Sie die Leistung und verwenden Sie den Steuerknüppel, um auf Höhe der Tore 7 und 8 zu steigen.
Herzlichen Glückwunsch! Sie haben Ihre erste Hubschrauberflugstunde abgeschlossen.